Heute ist es wieder soweit, wir basteln wieder ein neues Einfamilienhäuschen für unsere Wohnecke. Das letzte Mal, dass wir eins gebaut haben, ist natürlich schon wieder einige Wochen her. Das könnten wir in Zukunft ändern, indem würde ich mal sagen, wir eine kleine Like-Frage machen. Wenn wir es schaffen, unter diesem Video 20 Likes zu knacken, würde ich mich sofort dran setzen, das nächste zu bauen. Wenn die Videos so weiter gut laufen sollten, würde ich sagen, kriegen wir im Monat locker 3 Häuser hin. So, gucken wir uns natürlich einmal das Häuschen an. Was wir heute bauen werden, ist natürlich wieder ein anderer Stil. Ich habe mich hier mal wieder für ein neues Dach entschieden. Mal an den Seiten mal nicht überstehen lassen, sondern das Dach steht einfach mal über fürs Dach, ne, wie man es kennt. Was natürlich sich in diesem Haus befindet, ist natürlich jetzt nicht allzu Neues. Wir haben eine Küche drin, wir haben Wohnzimmer drin, wir haben 3 Schlafzimmer drin und natürlich 2 Bäder, ganz klar. Flurbereich ist auch noch mit bei, Keller haben wir nicht. Dafür haben wir hinten natürlich einen großen Garten. Wie man sich natürlich gestaltet, kommen wir am Ende des Videos. Da gehe ich nochmal ganz in Ruhe mit euch durchs Haus. Und dann kann man sehen, ob man sich so gestalten will oder nach seiner Art. Gut, dann würde ich sagen, damit wir natürlich auch das Häuschen uns einrichten können, müssen wir es erstmal bauen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start heute holen wir uns das neue Bruchtiefenschiefer raus. Denn weißer wie hellgrauer Beton, glatte Quarzstufen und Treppen. Gleiches nochmal von den Andesit-Sachen und von neuen Tiefenschiefer. Holen wir uns das auch nochmal raus. Beginnen wir erstmal wieder mit dem Grundriss. Dabei fangen wir auf der Vorderseite an und ziehen uns hier eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke erstmal. Dann gehen wir an der Seite gleich einmal nach hinten weg und setzen hier noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Gehen wieder einmal nach außen, setzen hier 1, 2, 3 Blöcke ran. Wieder einmal nach hinten weg und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier 7 Blöcke. So, dann wieder einmal nach innen, setzen wir wieder 3 weitere und nach hinten wieder 1, 2, 3, 4. So, jetzt wollen wir natürlich die Rückseite uns einmal ziehen, setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran. Können einmal nochmal nach hinten gehen und gehen wieder zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt haben wir 7. Gehen wieder einmal nach oben weg und erweitern das hier nochmal um 1, 2, 3, 4, 5. Tja, wenn wir jetzt richtig gezählt haben, sollten wir auf einer Ebene sein. Das heißt, das können wir einmal nach vorne ziehen und kommen schon dazu, uns die inneren Wände auch noch vorzuzeichnen. Wir fangen auf der Vorderseite an. Wir lassen jetzt einfach mal 4 Blöcke Platz und setzen hier 4 Blöcke einmal ran. Einen Block freilassen für eine spätere Tür. Einen Block hin und dann würde ich sagen, können wir, wenn wir hier einfach gucken, auf der rechten Seite hier nochmal 2 Blöcke überstehen lassen und einmal zur Wand ziehen. Jetzt gucken wir einfach mal hier von der anderen Seite. So, wir lassen auch hier wieder 4 Blöcke Platz, setzen 3 Blöcke hin, lassen 2 Blöcke Platz, wieder 4 Blöcke hin, dann 3 Blöcke Platz lassen und 1 Block hin. So, jetzt gucken wir nochmal hier beim Vierer, auf dieser Ebene, zack, setzen wir nochmal einen weiteren Block hin. Gut, dann haben wir uns schon, sage ich, das Grundmaß jetzt vorgezeichnet. Du kannst jetzt gerne für den Boden nehmen, was du möchtest. Bei mir ist es jetzt einfach mal, um überhaupt irgendeinen Boden reinzuziehen, einfach hellgrauer Beton. Sobald wir den Boden dann einmal hier in unser Fundament reingesetzt haben, schnappen wir unseren weißen Beton und können jetzt auf unseren Stein, auch jetzt den inneren Bereich, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Mal unseren Beton setzen. Das kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern, von daher machen wir hier wieder einen Schnitt, halt hier ansonsten das Video an und dann machen wir danach gleich weiter. Die inneren Wände jetzt von unserem Häuschen habe ich nochmal um eine Reihe gekürzt. Hier habe ich das Ganze jetzt statt auf 5 Blöcke nur auf 4 gelassen, denn wir wollen dann natürlich jetzt hier noch gleich unsere Decke einmal reinzeichnen und darauf kommt dann natürlich dann gleich das nächste Stockwerk. Macht sich also besser, wenn wir die Wände hier innen drin nur auf 4 haben. Gut, dann schnappen wir jetzt einfach mal unsere glatten Quarzstufen und setzen die einfach am vierten Block oben einmal an und befüllen jetzt erstmal hier wieder einmal die komplette Fläche, die wir hier natürlich sehen können. Bevor wir jetzt hier gleich einmal schon uns das alles vorzeichnen wollen für das nächste Stockwerk, kommen wir dazu, uns noch einmal die Treppe im Flurbereich zu machen. Dafür schlagen wir noch mal ein bisschen was von der Decke einmal weg. Da würde ich mal sagen, schlagen wir hier vorne die 2 Stufen einmal weg, ziehen die einmal bis nach oben noch mal hier so frei. So, die letzte Reihe könnt ihr ruhig lassen. Dann blicken wir mal rein in den Flur und dann fangen wir an, dass wir jetzt hier beim dritten Block hier vorne gesehen eine Treppe setzen. Daran dann einfach mal hier so eine angeeckte. Dahinter könnt ihr 2 umgedrehte machen und vor diesen umgedrehten macht ihr noch mal 2 umgedrehte, die denn theoretisch nach vorne gucken. So, jetzt können wir anfangen, unsere Treppe hier einfach mal nach oben uns zu ziehen, bis wir dann hier oben ankommen. Unter den Treppen machen wir dann natürlich dann auch wieder Treppen hin. Und jetzt ist das so Geschmackssache, wie ihr euch das machen wollt. Ich empfehle euch noch hier unten, die eine Treppe so anecken zu lassen, denn hier hinter machen wir halt auch wieder die Treppen. Und immer an der Seite hier lasse ich mir die anecken. Ich finde das irgendwie schöner, aber man kann auch ganz normal die einfach sich so machen. Aber wenn die angeeckt sind, dann sieht das einfach, finde ich, noch ein bisschen besser aus.
Aber naja, so, dann setzen wir überall einmal unsere Treppen rauf. Hier auf der Oberseite lassen wir sie natürlich nicht mehr anecken. Jetzt kommen wir natürlich dazu, denn hier oben uns das noch vorzuzeichnen für das nächste Stockwerk. Das heißt, wir setzen jetzt einfach mal unsere weißen Betonblöcke auf die gleiche Höhe, wie wir sie jetzt hier bei der Treppe haben. Dann setzen wir hier vorne, oder lassen hier vorne gleich den ersten Block frei. Setzen einen Block hin, den können wir gleich einmal zur Wand ziehen. So, jetzt muss ich selber nochmal kurz schauen, wie ich das hatte. So, hier an der Seite setzen wir einen Block hin, einen freilassen. Dann setzt ihr euch vier Blöcke hier einmal hin. Drei Blöcke denn hier hin. Und hier gehen wir nochmal einen nach hinten weg. Okay, so. Wir haben jetzt, sage ich mal, hier einen Dreierblock. Den könnt ihr einmal bis nach oben ziehen. Dann müssen wir hier mal an der Seite ein bisschen schauen, denn hier haben wir ja an sich eine 7er Reihe. Sucht mal die Mitte und zieht dann hier nochmal eine Trennwand einmal nach oben weg. Und das ist jetzt der Bereich für das nächste Stockwerk. Das heißt, hier könnt ihr wieder euren Boden einmal reinsetzen. Nehmt natürlich die Farbe, die ihr möchtet. Bei mir bleibt es immer noch beim hellgrauen Beton. Wir brauchen eigentlich nicht komplett hier einmal über den Boden so reinzeichnen, denn wir haben ja an der Seite hier noch einen Balkon. Da mache ich mal die Trennwand nochmal ein bisschen weg. Der Balkon hat dann hier natürlich eine 2er Bodenfläche. Könnt ihr euch natürlich ganz anders gestalten, ne? Für dieses Musterhaus lasse ich es jetzt einfach mal einheitlich, aber ansonsten wechselt dann hier auch nochmal den Boden aus, wenn ihr wollt. Gut, dann kommen wir jetzt schon wieder dazu, unseren Weißbeton zu nehmen und jetzt die Seiten erstmal hochzuziehen für unser Dach. Da fangen wir an, dass wir an der Seite erstmal komplett zwei weitere Ebenen uns hier setzen. Ich mache das gleich mal hier auf der anderen Seite mal mit. So, wenn wir dann auf beiden Seiten dann einfach hier so zwei Blockreihen uns gesetzt haben, können wir darauf ganz normal ein Pyramidendach uns setzen. Das heißt, ihr lasst dann immer wieder einen Block halt wieder weg, ne, wenn wir hier in die nächste Ebene übergehen. Am Ende sollten wir dann perfekt die eine Mitte erhalten. Jawohl, da ist sie. Und dann zeichne ich mir das nochmal auf der anderen Seite einfach hinterher. Nach unseren Seiten geht es natürlich gleich schon los, dass wir Vorder- und Rückseite noch machen. So, auf der Vorderseite haben wir es einfach. Da macht ihr erstmal nur eine weitere Blockreihe hin. Auf der Rückseite, so mache ich erstmal an den Seiten hier, so diese vier Blöcke, auch nochmal eine weitere Reihe hin. Denn diesen mittleren Teil, den wollen wir ein bisschen höher ziehen. Und zwar auf insgesamt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke. Und da könnt ihr auch gerne hier gleich einmal diese Strebe an der Seite auch auf die Höhe ziehen. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, uns die inneren Wände zu ziehen, habe ich mir jetzt gedacht, fangen wir erstmal mit dem Dach an, weil danach können wir das besser innen drin gleich auch verkleiden mit der Decke. So, für das Dach nehmen wir jetzt ganz einfach unsere Ziegelstufen. Ich finde die Farbe an sich besser als noch damals hier diese dunkleren Treppen. Also das kommt viel besser rüber, ne? Also es kommt eher mehr an so ein richtiges Dach ran. Die sind noch ein bisschen zu dunkel, die neuen, super. So, und die wollen wir natürlich gleich einmal verbauen, hier bei unseren. So, fangen wir Vorderseite an, Rückseite, eigentlich egal. So, ich mach's mal auf der... Kommen wir mal auf die Vorderseite. So. Gut, da fangen wir erstmal so an, dass wir uns eine Stufenreihe schräg davon hier einfach mal zack nach vorne überstehen lassen. Dahinter setzen wir gleich eine weitere Stufenreihe. Gleich hier einmal ran. Gefolgt danach dann nur noch mit Treppen. So, die Treppen setzen wir uns dann einfach mal hier schön einmal nach oben lang. Natürlich nicht ganz oben, da kommt dann natürlich eine Stufe hin. Und runter geht's dann auch wieder mit den Treppen. Aber aufgepasst, die letzte Ebene hier, da setzen wir natürlich auf der Höhe des Blockes eine Stufe hin und dann einmal überstehen lassen. Lassen wir auch nochmal eine Stufe. Ihr könntet theoretisch auch, sage ich mal, hier einen Block hinsetzen, wenn ihr wollt. Wir verkleiden das sowieso innen drin später. Um dir natürlich Arbeit zu ersparen, weise ich dich gleich schon mal darauf hin. Und zwar auf der Rückseite haben wir ja, sage ich mal, dieses Teil ja ein bisschen überstehend, ne? Da musst du jetzt nicht unbedingt das Dach dahinter gleich langziehen, denn hier wollen wir... Na, ich glaube, das macht sich besser, wenn ich erstmal das Dach ein bisschen mal hochziehe. So habe ich mal kurz hier gemacht. So, denn das wollen wir natürlich noch auch nach hinten einmal überstehen lassen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin und immer wenn ihr hier so eine Treppe seht, zieht ihr euch einfach den Beton hier nochmal hinterher. So, wunderbar. Und dann sehen wir schon, wo können wir denn unsere Treppen zur anderen Seite rüberziehen. Auf der anderen Seite habe ich es auch gleich gemacht. Und auch hier wieder gleiches Spiel. Ne, ihr seht einfach ganz genau, wie weit ihr euren Beton noch nach innen setzen müsst. Tja, dann wollen wir natürlich noch die andere Seite vom Dach natürlich auch noch zuziehen. Und dann geht es schon ran, dass wir denn uns innen drin die Wände ziehen. Mir ist gerade noch eingefallen, bevor wir jetzt reinfliegen, damit wir erstmal draußen noch was fertig haben. Und zwar an den Seiten jetzt hier von unserem Dach. Da könnten wir einfach hier nochmal ein paar Treppen raufsetzen. So, ganz oben natürlich eine Stufe rauf. Und zur anderen Seite gehen wir auch wieder hier mit den Treppen runter. Einfach nochmal, um das hier ein bisschen ja, zu verbessern, setzen wir da einfach unsere Anisit-Sachen drauf. Auf der anderen Seite natürlich gleich... Gleiches Spiel. So, da ziehe ich mir hier nochmal runter und wir bleiben immer noch bei unserem Sieht, denn wir können davon nochmal die Stufe nehmen und die hier oben drauf einmal platzieren. Naja, und wenn wir uns schon hier befinden, nehmen wir gleich wieder einmal unseren Beton und können hier einmal noch die Decke reinziehen. Baue mich am besten auch gleich hier einmal ins Haus ein, damit wir hier auch gleich mal die Wände ziehen können.
So, das ist eigentlich relativ einfach. Jetzt, wo wir natürlich alles ringsrum haben, ne, können wir hier es noch viel einfacher uns natürlich gestalten. So, wir fangen am besten, machen wir mal bei der Treppe. So, jede Wand hat ein Minimum von 4 Blöcke. So, das wissen wir schon, also können wir hier gucken. Jetzt habe ich hier 2, 3 und 4. So, das ziehe ich mir erstmal hier komplett einmal überall hin. Die dritte Ebene oder die vierte Ebene könnt ihr mal miteinander verbinden, dass wir dann hier immer so einen Durchgang von 3 Blöcke haben. Ideales Maß immer für unsere Türen. So, meine Wände habe ich jetzt alle hochgezogen auf 4 Blöcke. Jetzt wollen wir ein bisschen was erweitern und zwar machen wir uns später noch ein paar größere Fenster rein und zwar nur auf einer Front und zwar auf der Hinterfront hier. So, die haben dann ein Maß von 5 Blöcke. Das heißt, wir müssen hier auch unsere Deckenebene auf insgesamt 5 Blöcke hier einmal machen. So, das habe ich einmal hier, 5 Stück und dann müssen wir natürlich auch nochmal hier die Rückseite machen. So, aber das braucht ihr eigentlich nur auf der hinteren Seite machen, hier die vordere Seite, die könnt ihr auf 4 Blöcke lassen, das reicht ja schon. Gut, dann kommen wir schon dazu, auch gleich einmal die Decken hier einzubauen. Dafür nehmen wir natürlich wieder unsere Quarzsachen. Wir fangen hier gleich einmal an und setzen unsere Treppen hier einmal hin. Ja, ganz easy. Und jetzt gucken wir wieder, wir haben ja gesagt, die ideale Deckenhöhe sind 3,5 Blöcke. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier. So, 1, 2, 3 und ein halber Block. So, dann könnt ihr hier einfach dann eure Stufen hier nochmal platzieren. Und das machen wir jetzt hier eigentlich von Raum zu Raum. Natürlich hier im Flurbereich. Ne, machen wir natürlich auch nochmal ein paar Treppen hin. Und jetzt müssen wir gucken. 1, 2, 3. Ha, noch eine weitere Treppenreihe. Und dann können wir hier die Stufen ansetzen. Ja, dann habe ich den Flur hier einmal fertig. Gehe ich gleich jetzt wieder ins nächste Zimmer. Zuallererst immer die Treppen einmal ansetzen. Ne, dann haben wir das schon mal weg. So, bis hier oben einmal hin. Und dann kommen hier schon wieder meine Stufen zum Einsatz. Wunderbar. So, gehe ich gleich wieder ins nächste Zimmer. Hier müssen wir ein bisschen was anderes noch machen, denn wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier unsere Betonreihe noch an der Seite. Meine Empfehlung, wenn ihr eure Treppen so hinsetzt, immer jetzt hier unter den Betonblocks, einfach dann so eine angeeckte Treppe hin. Sieht einfach besser aus, als wenn ihr die einfach so ganz normal lasch durchzieht. Ja, einfach anecken lassen, sieht ein bisschen besser aus. So, hier müssen wir das Ganze natürlich auf 5 Blöcke machen. Kommen dann wieder zu unseren Stufen, die können wir hier oben wieder einmal verteilen. Ich schaue nämlich gerade hier um, aber ich glaube, wir könnten die Decke auch noch ein bisschen anders machen, ein bisschen besser. Zum Glück haben wir ja 2 Räumlichkeiten. Der ist ja genau gleich hier, der machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar würde ich mal sagen, dass wir hier unsere Deckenhöhe mal ein niedriger machen. So, ich mache hier eine Treppe, 2 Treppen, 3 Treppen und dann würde ich sagen, bei der 4. Treppereihe hier, mache ich mir einfach gleich eine Stufenreihe hin. Genau. Also bei der 5. Blockebene setze ich mir einfach unten am Block meine Stufen hin. Ich glaube, das ist besser. Und bevor jetzt einer sagt, jetzt habe ich das ja schon in den anderen Zimmern gemacht, ist nicht so wild. Ihr könnt an den Stufen einfach eine weitere Stufenreihe platzieren. Das Einzige, was ihr austauschen müsst, sind hier diese Treppen. Ja, da setzt ihr euch dann hier. Ja, na gut, man könnte theoretisch auch einfach eine Blockreihe sich hier hinsetzen. Aber naja, das ist jetzt nicht allzu schlimm hier. So, Fehler berichtigt. Ja, dann sind wir innen drin jetzt erstmal durch hier mit der Decke. Jetzt kommen wir natürlich dazu, uns draußen die Fenster zu machen. Frage, wollt ihr in Zukunft, dass ich die Tutorials so mache, dass ich von innen drin euch erkläre, wo ihr die Fenster macht? Oder ist es übersichtlicher, wenn wir das von draußen machen? Nur so eine Frage, ich werde es jetzt von draußen machen, aber es wäre schön zu wissen, was für euch übersichtlich ist. Na gut, so jetzt fangen wir erstmal an. Auf der Vorderseite unsere ganzen freien Bereiche zu machen. Das heißt natürlich die Haustür und die Fenster. So, die Haustür habe ich mir jetzt schon freigehauen. Ganz übersichtlich. Wir haben hier innen drin den Flurbereich mit der Treppe. Neben der Treppe ein 2x3 Durchgang. Und dann haben wir hier schon mal die Haustür. Daneben lasst ihr gleich eine Blockreihe Platz und nochmal so ein 2x3. Das wird natürlich wieder ein Fenster werden. Davon lasst ihr einfach 2 Blöcke Platz und dann machen wir einfach so ein 2x2 Fenster. Gleich auf der anderen Seite 2 Blöcke Platz lassen, 2x2 Fenster. Gut, so, dann kommen wir gleich einmal auch gleich zum Dach, weil es gehört ja noch mit zur Vorderseite. Hier möchte ich mir noch 2 Dachfenster einmal machen. Und zwar gucken wir hier einfach mal von der Seite. Du kannst gleich von den Stufen einmal gucken. Wir lassen an der Seite 2 drin Platz und dann schlagen wir hier einfach und 2x2 Fenster rein. Müssen wir hier innen drin auch ein bisschen was weghauen, aber nicht allzu viel. Da könnten wir theoretisch zwischen der letzten Treppenreihe hier nochmal ein paar Stufen hinsetzen. Dass das dann so aussieht. Wir machen es nochmal zusammen auf der anderen Seite. So. Also 2 Treppen Platz lassen, 2 hier mal weghauen. Dann hier 2 Treppen weghauen und hier oben, zack, einfach noch 2 Stufen hin. Ne? Dann passt das. Gut, dann wollen wir einmal zur Seite abbiegen. Und hier achten wir einfach mal auf die Mitte ein bisschen. Wir fangen unten einmal an. Und zwar machen wir jetzt hier einfach mal ein 1x3 Fenster rein. Auf der Vorderseite 2x1, 2x3 Fenster.
schlagen wir uns hier rein. So, gleich daneben ein weiteres. Und auf der anderen Seite hier, zack, nochmal ein 1x3 Fenster. Auf unserem Balkon, da haben wir eine schöne Mitte. Gleich neben der Mitte schlagen wir hier auf der Seite, zack, 2x3 Fenster rein und auf der anderen Seite auch. Wunderbar, dann haben wir die Seite schon mal fertig und begeben uns schon auf die Rückseite. Wir achten so ein bisschen auf die Mitte hier. Wir lassen jetzt einfach eine Blockreihe Platz, dann schlagen wir hier ein 2x3 Fenster rein. Komm, das machen wir gleich mal synchron auf der anderen Seite mit. Dann haben wir das schon. Wunderbar. Wir wollen natürlich noch hinten in unseren Garten kommen. Das heißt, wir machen jetzt hier ein etwas größeres Fenster. Empfehlung. Ja, könnt ihr die ganze Breite hier mal weghauen. Also eine 5er breite 3er Höhe. Ja, könnt ihr komplett freihauen. Darüber lasst ihr zwei Blöcke Platz. Und dann schlagen wir hier einfach zwei Fensterreihen von Maß von 2x4. So, noch ein zweites hauen wir uns auch nochmal rein. Und dann haben wir die Dinger auch fertig. So, bleibt noch eine Seite übrig. Und hier machen wir es wieder ganz einfach. Und zwar lassen wir jetzt an der Seite, würde ich mal sagen, vier Blöcke Platz. Jetzt ist wieder die Wahl der Qual. Wie wollt ihr eure Fenster hier machen? Dürft ihr selber entscheiden. Ich mache jetzt hier ein 2x3 Fenster rein, aber ihr könntet auch einfach ein 2x2 Fenster machen. Ja, wie gesagt, die Wahl der Qual. So, daneben lasst ihr drei Blöcke Platz, haut hier ein 2x2 Fenster rein. Gleich darüber machen wir nochmal das gleiche Maß. Zwei Blöcke Platz lassen, wieder ein 2x3 Fenster. Sollten wir idealerweise natürlich jetzt hier auf der Bodenebene kommen. Und daneben machen wir wieder hier ein 2x2 Fenster. Ihr könnt auf beiden Seiten ein 2x3 Fenster machen oder ein 2x2 Fenster. Ganz euch überlassen, wie ihr euch das später einrichten wollt. Ich habe mir wieder neues Blockmaterial rausgeholt. Jetzt wollen wir das Haus natürlich wieder erweitern. Ist sehr übersichtlich. Ich glaube, das muss ich nicht allzu doll aufzählen. Kommen wir erstmal zur Haustür. Meine Empfehlung, abgezogenes Schwarzeichenholz. Platzieren wir uns erstmal hier ganz elegant. Wieder Wahl der Qual, auf welcher Seite willst du die Tür machen? Du kannst den Baumstamm auch auf die andere Seite setzen, wenn du willst. So, dann nehmen wir natürlich gleich eine Treppe, umgedreht, und dann setzen wir schon unsere Tür rein. Ich werde diese Tür jetzt auch komplett nochmal hier innen drin verwenden. Das heißt, wir haben ja uns immer die Durchgänge auf eine 3er Höhe gelassen. Und bei mir sind immer die Durchgänge so, dass ich mir oben eine Treppe hinsetze und darunter eine Tür. Jetzt habe ich hier leider die falsche Farbe in der Hand. Ich würde euch lieber empfehlen, euch Quarztreppen oben zu setzen. Setzt mich kurz hier mal meine Stufe hin, denn ihr könntet auch, ist eine Empfehlung, bei diesen Trägern hier, wenn man in den nächsten Raum kommt, auch immer noch darunter euch ein paar Stufen hinsetzen. Ist das Ganze immer ein bisschen schöner. Ne? Wir hatten auch hier noch einen, ne, setzt da einfach die Stufen unter. So, das wollte ich noch gesagt haben. Ne, jetzt wisst ihr, wie ihr innen drin euch die Tür machen könnt und euch die Träger, wenn ihr noch halt irgendwo solche Träger habt. Na gut, so, dann gehe ich hier gleich wieder einmal raus. Denn jetzt fliegen wir erstmal ringsrum und setzen unsere Fensterscheiben ein. Meine Empfehlung, erstmal wie immer, schwarzes Glas. Kommt aber darauf an, wie du natürlich dir deine Hausfarbe gemacht hast. Ist dein Haus weiß, ist schwarz natürlich die beste Farbe. Da kommen die Glasscheiben einfach am besten rüber. Wenn ihr da so bunte Glasscheiben nehmt, die gehen immer unter in weiß. Aber na gut, so, dann fliegen wir erstmal ringsrum und platzieren hier überall unsere Glasscheiben. Mein letztes Fenster in den Seiten, da bin ich einmal rumgeflogen. Das ist aber natürlich nicht alles, denn wir haben ja oben noch zwei Dachfenster. Ist natürlich schlecht, jetzt hier Glasscheiben zu verwenden. Daher nehmen wir lieber hier einen Glasblock und setzen ja einfach die Blöcke, ja, ganz normal hier mit den Treppen einmal rein. So, jetzt haben wir die Fenster halt einmal verbaut. Kommen wir noch einmal zu unserem Dach. Denn ich möchte mir gerne noch einen Regenrinne einmal anbasteln. Dafür nehme ich jetzt hier, was ist das hier, glatte Steinstufen. Und dann machen wir natürlich noch so ein Rohr, was nach unten führt. Dafür nehmen wir am besten immer so einen Trichter. Ich setze mir das jetzt an der Seite einmal an. Und nehme noch ein paar steinzige Mauern, um das hier mit dem Boden zu verbinden. So, dann habe ich das einmal auf der Vorderseite fertig. Kommen wir natürlich nochmal zur Rückseite. Hier müssen wir das auch nochmal machen. Jetzt ist das Dach natürlich hier nicht verbunden. Wir wollen natürlich wie immer logisch bauen. Daher nehmen wir erstmal unsere Dachrinne. So, zack. Setzen wir mal unten an. Und dann würde ich sagen, in der Mitte hier nehmen wir den Trichter. Und dann können wir die Mauer, zack, einmal nach unten führen. Andere Seite wollen wir natürlich das auch nochmal machen. Muss natürlich auf beiden Seiten gleich sein. So, was bleibt da noch übrig hier in meiner Hand? Ich habe noch einen Blitzstab, also einen Blitzableiter. Ich dachte mir, den können wir auch mal ruhig platzieren. Wir haben hier oben, hier auf dem Dach, noch eine schöne Mitte. Wir haben an sich hier eine 5er Fläche komplett. Setzt da einfach in der Mitte den Blitzableiter hin. Wir sind heute sehr logisch. Also wenn ein Blitz einschlägt, passiert eurem Haus gar nichts. Das geht alles in den Leiter rein. Ein paar Items habe ich mir noch besorgt, denn wir müssen noch ein bisschen was machen. Und zwar haben wir natürlich noch einen Balkon. Ist lebensgefährlich, da jetzt kein Geländer hinzumachen. Gut, was macht man da für ein Geländer hin? Du kannst Zaun nehmen, Mauer nehmen, Glas nehmen. Ja, alles möglich. Ich empfehle hellgraue Glasscheiben. Finde ich einfach passend. Eisengitter würde ich mal einfach mal hier für die Seiten noch nehmen, zur Verstärkung. So, man könnte theoretisch das jetzt so lassen. Na, ich würde noch sagen, hier in der Mitte setze ich mir noch eine weitere Verstärkung an.
Ich bin auch immer gerne so ein Freund, der noch ein bisschen so Knöpfe ins Haus anbringt. Das kann so Deko sein, das könnten so Außenlampen sein, das so ein bisschen darstellt. Denn hier unter unserem Balkon ist ja einfach noch ein bisschen zu weiße Fläche. So, ich setze mir jetzt einfach hier noch ein paar Knöpfe an. Was das genau symbolisieren soll, kann sich ja jeder ausdenken. Für mich sind es immer so Außenlaternen, ne, so eine kleine Beleuchtung. Könnte man ja auch noch hier auf der Rückseite noch eine setzen, weil hier auf der anderen Seite auch nochmal. Wer will, kann es auch auf der Vorderseite sich noch platzieren. Lasse ich aber diesmal. Ich würde noch vielleicht euch eine Klingel empfehlen fürs Haus. Noch hier so ein Birkenschalter. Passt einfach zur Farbe. Ne, von daher geht das. Na gut, dann sind meine ganzen Baublöcke weg. Das Haus ist fertig. Jetzt müssen wir natürlich nur noch die Tour machen. Ich gehe noch mal kurz hier mit euch rein, wie es jetzt natürlich aussieht, wenn das natürlich leer ist. Ich mache hier nochmal die Tür weg. So, so sieht es natürlich jetzt erstmal leer aus. Ändert sich natürlich gleich. Wie ihr euch das natürlich immer einrichtet, ganz euch überlassen. Ich hoffe, ihr nehmt natürlich auch dann noch einen anderen Boden, denn so ein grauer Beton, nee, der ist natürlich nicht schön, um hier drin zu wohnen. Gucken wir hier nochmal oben. Ihr könnt euch im Nachhinein natürlich auch immer noch Wände einreißen. Ne? Wenn ihr meint, das passt hier mir nicht so, könnt ihr eine Wand einreißen, das geht auch. Habe ich drüben einmal gemacht, das sehen wir denn. So, alles noch ziemlich leer hier, ist natürlich nicht schön. Das wollen wir ändern, da gehe ich erstmal gleich vor die Haustür. So, zack, vor der Haustür. Und dann schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Ein bisschen idiotisch, sag ich mal, jetzt hier einen Schnitt zu machen. Ich hätte auch einfach rüberfliegen können. Na egal. So, bevor wir jetzt natürlich gleich einmal reingehen ins Haus, gucken wir uns draußen nochmal den ganzen Bereich an, wie man sich das hier ein bisschen gestalten kann. Zu jedem guten Haus, finde ich, einfach gehört eine kleine Auffahrt, dass man hier sein Auto abstellen kann. Einen Unterstand jetzt fürs Auto habe ich jetzt einfach mal darauf verzichtet. Ich dachte, wir haben hier schon so andere Häuser, wo das ist. Bei dem ist das einfach mal wieder nicht. So, auf der Vorderseite habe ich mich diesmal wieder zurückgehalten, mir so einen fetten Vorgarten zu machen. Ich denke mir so, die Leute, die haben halt nur eine Grünfläche vorne, das reicht, wenn da einer Rasen mähen muss. Ne, ist ja schon genug Arbeit, ne? Da müssen wir nicht noch Blümchen oder Beete anpflanzen. So, auf der Seite habe ich mich mal entschieden, so ein paar kleine Büschchen zu machen. Wir haben ja die neuen Büsche erhalten und damit kann man sich super diese Dinger hier zeichnen. Ich habe zwar gesagt, ich möchte diese Dinger mir eigentlich für komplette Hecken nehmen. Hat mir jetzt doch nicht gefallen. Ich würde sie eher mehr für den Gartenbereich nutzen, mehr als Zierpflanzen machen, als sie wirklich für eine Hecke nehmen. Da bleibe ich dann lieber bei den Büschen. Kommt einfach besser rüber, weil die sind doch ein bisschen, ja, doch ein bisschen zu klein dafür. So, gehen wir mal auf die Rückseite. Was kann man sich auf der Rückseite im Garten natürlich machen? Wir haben hier eine schöne große Terrasse, ne, im Holzstil. Da kann man ja sicher basteln, was man will. Ich habe auf den Pool, wie immer, verzichtet. Ich habe mir lieber so einen kleinen Teich gemacht. Bei uns sind ja, sag ich mal, in der meisten Nachbarschaft, die haben ja eigentlich gar keine eingebauten Pools. Die haben vielleicht so ein Planschbecken, was man sich aufstellen kann. Finde ich in Minecraft immer ein bisschen doof. Von daher, lieber ein Teilchen, kannst du die Füße reinhängen. Das geht ja auch. So, kleines Bäumchen noch gepflanzt, ne, das sollte reichen. Na gut, so, das war es dann erstmal von draußen, was man sich so ein bisschen gestalten kann. Kommen wir natürlich jetzt einmal, um das Häuschen uns auch innen drin mal kurz anzuschauen. Ich habe mir auch eine neue Fußmatte gemacht. Dafür einfach diesen neuen Kupferblock. Finde ich ganz passend für eine Fußmatte. So, dann sind wir jetzt einmal drin im Haus. Ja, Flurbereich, den kennen wir ja gerade eben noch. Im Flur habe ich jetzt nicht allzu viel mir gedacht, da wollte ich das gar noch ein bisschen mich zurückhalten. Hier ein paar Haken für die Klamotten, dass du die anhängen kannst. Und dann kommen wir hier gleich schon einmal in die Küche. Und das ist mal wirklich ein Haus, wo wir eine große Küche haben. Da kann man sich wirklich austoben mit seiner Fantasie. Hier haben wir natürlich, sage ich mal, den Herd und alles, Waschbecken, ne, wie es sich gehört. Kühlschrank habe ich mal mitten des Raumes gemacht, gleich daneben. Dann einmal diesen typischen Mülleimer. Immer ganz praktisch, sich da einen Komposter zu machen. Denn, ja, das ist ja praktisch ein Mülleimer in Minecraft. Dann haben wir hier eine schöne Essecke. Finde ich ganz praktisch hier. Wir hatten ja, sage ich mal, noch dieses hervorstehende Teil beim Häuschen. Und da kann man sich das schon reinbasteln und dann hier sein Frühstück auch genießen. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Kommen dann natürlich von der großen Küche hier ins große offene Wohnzimmer, wo wir dann natürlich auch hinten in den Gartenbereich kommen. Und da kann man sich natürlich auch machen, dass die Tür hinten offen ist, ne? Diese Glasfront. Jetzt habt ihr hier bestimmt noch Blöcke darunter. Meine Empfehlung, wenn ihr euch dann, sage ich mal, so eine Schiebetür hier aufmacht, setzt darunter Treppen hin. Das sieht einfach ein bisschen besser aus. Ich glaube, zur Gestaltung muss ich nicht allzu viel sagen. Alles gut erkennbar. Dann gehen wir gleich mal weiter hier. Wir haben unten natürlich auch noch ein weiteres oder ein oder das erste Badezimmer. So, gut Deutsch. Also das erste Badezimmer, was wir hier haben. Alles drin, was man hier braucht. Wir haben natürlich auch wieder hier eine funktionierende Dusche, wie es sich natürlich gehört in so einem Haus. Badezimmer. Dann gehen wir gleich einmal nach oben und gucken uns da das einmal an. Hier haben wir natürlich gleich das zweite Badezimmer. Jetzt natürlich ohne Dusche. Hier einfach mal auf eine schöne große Badewanne mehr gesetzt. Andernfalls ist das hier alles gleich. Da hat sich jetzt hier nichts geändert. Ich finde es aber ganz schön hier mit diesem Dachfenster. Da kommt das Ganze doch super rüber. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Und zwar in das erste Kinderzimmer. Ich habe mir so gedacht, das ist schon so ein Teenager. Ne? Der hat jetzt hier nicht mehr so ein allzu kleines Kinderzimmer.
ja, alles drin, was man braucht. Schreibtisch, ich habe da immer versucht, so ein bisschen hier zu arbeiten. Wir haben ja eine schräge Decke. Ich weiß nicht, wohnt ihr auch in so einem Haus? Also wohnt ihr, sag ich mal, in ein Haus? Dann habt ihr ja auch, sag ich mal, solche Zimmer mit schrägen Wänden. Ist natürlich immer eine Herausforderung, sich da Möbel zu platzieren. So, dann haben wir hier natürlich dann auch noch einen schönen Schrank. Einfach mal mit eingebaut, hier so in der Schrägwand. Ja, muss ich nicht allzu viel sagen. Jetzt habe ich hier eins nicht gemacht. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, hier noch einen Balkon. Da kannst du dir natürlich dann auch hier so machen, dass denn die Tür offen ist. Ne, dass du hier rauskommen kannst, hier raufgehen kannst. Ist ein gemeinsamer Balkon, teilt man sich natürlich hier mit den Eltern. So, da wollen wir natürlich gleich einmal reingehen. Gehen wir hier einmal rüber. Und da habe ich jetzt was gemacht, wo ich jetzt eigentlich meinte, so, das kann man ja machen. Und zwar Wände einreißen. Geplant ist hier natürlich das Elternzimmer und hier gegenüber wäre natürlich das zweite Kindszimmer. Die Familie hat jetzt nur ein Kind, von da habe ich mir gedacht, reiße ich die Wand ein und mache hier einfach ein schönes großes Elternschlafzimmer rein. Hier haben sie natürlich dann so einen Arbeitsplatz, kann man natürlich sich machen, was man noch möchte. Ne? Da habe ich gleich auch festgestellt, dass diese neuen Pflanzen, die wir kriegen, ja überall auch dran wachsen können. Ne? Das heißt, wir haben zwar hier eine Quarzdecke, aber trotzdem könnt ihr hier die platzieren und könnt euch so auch, sage ich mal, eine tolle Zimmerpflanze machen, wo ihr keinen Topf oder sowas braucht. Diese Leuchtbirnen machen sich gut. Auf der anderen Seite habe ich das einfach mal versucht, hier euch nochmal darzustellen, hier mit diesen Tropfsteinen. Kann man auch für Wohnungen super nutzen, um sich das da irgendwie mal rein zu platzieren. Eine tolle Deko. Kann man ruhig machen. Und so einfach kann man sich hier natürlich wieder das Häuschen einrichten, ne? Allzu schwer ist es nicht, ne? Ihr habt gesehen, wie man es sich machen kann. Guckt euch dann natürlich wie immer aus. Nach der tollen Haustour kannst du natürlich jetzt dein Häuschen einrichten und natürlich gleich einziehen. Wie gesagt, gestaltest dir, wie du möchtest. Du kannst Wände einreißen, erweitern das Häuschen. Ja, pass es dir an, wie du es natürlich jetzt brauchst für deine Wohnverhältnisse. Aber na gut, wenn du natürlich jetzt noch weitere solche Videos sehen willst, schau mal bei uns oben in die Infobox, habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zum nächsten Video wieder. Also haut's rein, bleibt gesund und ciao.